Ich möchte euch hier einmal zeigen, wie man mit der App Viana ganz einfach Bewegungsanalysen erstellen kann. Dazu habe ich schon ein Video gedreht und ich gehe einmal in die Einstellung von Viana, schaue bei den Fotos, dass alle Fotos ausgewählt sind, sodass Viana auf mein Video zugreifen kann. Und ich kann auch den Zugriff auf die Kamera erlauben, sodass ich mit Viana eigene Videos drehen kann. Okay, zurück und ich starte Viana. Bei Viana habe ich jetzt die Möglichkeit, um über das Kamerasymbol ein Video aufzunehmen. Aber ich habe ja bereits ein Video aufgenommen, deshalb wähle ich das jetzt hier unten aus und gebe ihm einen Namen. Ich fange mit dem schrägen Wurf an und zeige euch gleich mal an einem etwas komplexeren Beispiel, wie Bewegungen mit Viana aufgenommen werden. Ich klicke auf Projekt anlegen und gelange zum nächsten Bildschirm. So, hier seht ihr die Vorschau meines Videos. Oben ist auch schon der Name schräger Wurf zu erkennen und ich kann mit dem Fragezeichen jederzeit eine interaktive Hilfe anfordern, um zu sehen, was ich machen soll. Ich kann hier mit den Knöpfen unten einmal den Start meiner Bewegung, da wenn der Ball die Hand verlässt, und dann auch das Ende heraussuchen, also wenn der Ball auf dem Boden oder in dem Fall hier im Gebüsch aufkommt, da sage ich jetzt einmal wählen, dann habe ich schon mal den Zeitraum eingegrenzt, der mich interessiert. Ich gehe dann auf den nächsten Punkt, manuelle Erfassung, und wähle das Objekt aus, was mich interessiert. Dazu schiebe ich einfach diesen Kreis über mein Objekt. Ich kann auch mit zwei Fingern den Kreis vergrößern oder verkleinern und sehe jetzt, dass ich das Objekt möglichst genau erfasse. Dann tippe ich einmal auf den Bildschirm und komme zum nächsten Bild des Videos. Schiebe das Fadenkreuz über das Objekt, tippe einmal auf den Bildschirm, schiebe das Fadenkreuz rüber und tippe auf den Bildschirm. Und das mache ich, bis ich am Ende angelangt bin. So, ich habe den Prozess etwas abgekürzt. Dann gehe ich auf den Maßstab und ich habe hier an der Seite, vielleicht habt ihr das gesehen, einen Zollstock. Und da muss ich jetzt einfach wieder die Markierung auf den Anfang und das Ende verschieben. Und ihr habt natürlich auch, wie eben schon, oben rechts eine Vorschau, in dem ihr das Ganze vergrößert seht. Ich muss übrigens nicht auf die Fadenkreuze tippen, sondern kann auch daneben tippen, sodass ich nicht durch den Finger die Sicht behindere. Ich wähle noch ein Koordinatensystem. Dieses habe ich hier schon in den Ursprung des Balles gelegt, also auch das kann ich einfach verschieben. Ich wähle es am Anfang so, dass der Ball im Ursprung liegt, kann ich natürlich auch anders wählen. Und dann habe ich mein kartesisches Koordinatensystem. Und nun reicht ein Klick auf Diagramme und schon habe ich meine Bewegung als Datenpunkte vorliegen und sehe hier die einzelnen Momentaufnahmen. Das Ganze kann ich wische mal zur Seite, auch auflösen. Ich habe hier einmal die X-Position über der Zeit und die Geschwindigkeit über der Zeit und das Gleiche auch für die vertikale Bewegung. Um die Geschwindigkeit direkt in Meter pro Sekunde angezeigt zu bekommen, also in SI-Einheiten, ist es wichtig, beim Maßstab hier oben Meter auszuwählen und auch die Einheit in Metern anzugeben. Mein Zollstock war 2 Meter lang, das habe ich hier oben eingegeben. Wenn ihr keinen Zollstock im Bild habt, könnt ihr auch irgendwelche Objekte nehmen, deren Größe ihr vorher ausgemessen habt oder gut schätzen könnt. Beispielsweise habe ich hier die Breite des Lüftungsgitters ausgemessen, die lag bei etwa 67 cm. So, noch einmal etwas dahin schieben und das nach da. Und das geht genauso. Also auch da kriege ich einen guten Maßstab. Und wenn ich das weiter auswerten möchte, klicke ich auf Export und kann es beispielsweise in GeoGebra oder auch einfach als CSV-Datei exportieren, die ich dann mit dem Auswerteprogramm meiner Wahl weiter bearbeite. Ja, probiert es auch einfach mal aus. Ist gar nicht schwer und klappt super, finde ich. Ich kann die Bewegung auch automatisch erkennen lassen. Also ich habe hier eine Farberkennung oder eine Bewegungserkennung. Die funktioniert auch so, dass ich am Anfang den Startpunkt wähle. Ich mache jetzt mal die Bewegungserkennung, wähle hier meinen Ball und tippe einmal auf den Bildschirm. Und dann seht ihr hier die Datenpunkte und na, das hat jetzt nicht so toll geklappt. Probieren wir mal die Farberkennung. Auch da, ich gehe auf das erste Bild, wähle den Ball aus und sage los, einmal auf den Bildschirm tippen. Das klappt deutlich besser. Also, auch mit der automatischen Erkennung kann man manchmal arbeiten. Manuell würde ich sagen, ist aber immer noch das Mittel der Wahl. Wenn ich jetzt mal Bild für Bild zurückschiebe, dann seht ihr, dass der Ball doch nicht immer in der Mitte des Kreises ist. Das kann ich aber manuell problemlos nachjustieren.
Viel Spaß mit Viana. Ich hoffe, das hilft euch weiter.